Also, guten Morgen nochmal. Heute ist der 10. November. Wir machen weiter mit dem Thema Beschaffung und Produktionswirtschaft und heute machen wir so ein bisschen Management, okay? Gestern, gut, ich schreibe hier Managementmodell. Gestern haben wir gelernt, wie können wir in der letzten Vorlesung, wie können wir qualitativ entscheiden, mit welchen Kennzahlen wir den Prozess steuern. Okay, wir haben gesagt, die aus der Sicht des Prozesseigners, also wenn das der Prozesseigner ist. Die Kennzahlen, die nach oben gehen, sind die Output-KPIs. Die Kennzahlen, die an den Prozesseigner berichtet werden, sind die Prozess-KPIs. Okay. Das ist so ein bisschen die Zusammenfassung von gestern. Die Frage ist, was machen wir mit den KPIs? Okay. So, die Idee hier ist, dass wir ein Managementmodell heute vorstellen. Nun, was ist die erste Frage, die einer sich stellen kann, ist, was ist Führung? Was verstehen wir unter Führung? Okay. Und unter Management? Und eine Definition ist nicht die einzige, aber eine Definition, die mir sehr gut gefällt, ist die von Stephen Covey. Die Führungskraft ist wie ein Bogenschießer, der hat irgendwelche Ziele zu erreichen. Okay. Möchte irgendwelche Ziele erreichen. Allerdings bei gleichzeitigem Vertrauensaufbau. Okay. Und so definieren wir Führung als Ziele erreichen bei gleichzeitigem Vertrauensaufbau. Okay. Wenn die Ziele erreicht werden, aber das Vertrauen nicht aufgebaut wird, werden die Ziele nicht nachhaltig erreicht. Wenn man Vertrauen aufbaut, ohne die Ziele zu erreichen, dann hat man Freunde gewonnen, aber man hat nicht geführt. Also es ist beides notwendig, um hier einen Führungsprozess in Gange setzen zu können. Ziele erreichen bei gleichzeitigem Vertrauensaufbau. Und das ist eine Definition. Okay? Ist verständlich? Okay, was wollen wir mit Führung erreichen oder was verstehen wir unter Ziel? Okay. Wir wollen die kontinuierliche
kontinuierliche Verbesserung von Prozessen Okay, so kann man ein Ziel definieren oder eine Zielrichtung. Die stetige Verbesserung, das nennen die Japaner Kaizen. Kaizen. In Japanisch, nur dass mal ihr das gesehen hat, schreiben wir das so. Kaizen. Kai heißt kontinuierlich und Zen heißt zum Besseren. Okay. Es gibt andere Ansätze, aber der Ansatz, den wir hier verfolgen, ist die kontinuierliche Verbesserung von Prozessen. Also es geht immer weiter. Die kontinuierliche Verbesserung ist möglich. Ich kann dir sagen, was ich gemacht habe, okay? Stell dir vor, ich habe keine Ahnung, 200 Mitarbeiter in meinem Produktionsbereich. Und dann habe ich mich kontinuierlich verbessert und wenn ich alle Kennzahlen in Grün hatte, also Qualität, Produktivität, Kosten und so weiter, alles war im grünen Bereich, dann habe ich von mir aus so 5 Mitarbeiter rausgenommen. Und so musst du die Produktionslinie neu takten, neu überdenken, weil dir fehlen halt 2,5% der Mitarbeiter, also 5 Leute von 200. Und dann fängst du von vorne, okay, an. Insofern. Ja, so das wird das Ende vom Lied sein, dass in den Fabriken der Welt sehr wenige Menschen tatsächlich montieren. Das werden die Roboter machen und dann die Menschen machen halt, sagen den Robotern, was zu tun ist. Klar, so wird es ablaufen in die Zukunft. Die Fabrik ist wie ein Blackbox, aber nicht, weil niemand weiß, was da drin ist, sondern weil die Roboter keine Licht brauchen. Die Führungskräfte der Zukunft sind diejenigen, die es der Industrie 4.0 oder 5.0, redet man schon, den Robotern und den Algorithmen sagen, was zu tun ist. Das sind die Führungskräfte der industriellen Welt der Zukunft. So denke ich, dass es in die Richtung geht. Deshalb, wenn ihr so in der Top 5% der Gesellschaft sein wollt, müsst ihr halt irgendwie rein in diese Logik. Okay, also das ist halt die, und das wird auch knallhart werden. Gut, die Mitarbeiter, die 5 Mitarbeiter hat man dann dementsprechend woanders platziert oder wenn man sie nicht auf der Straße setzen konnte oder wollte, dann man nimmt diese 5 Mitarbeiter, in der Regel sind es die Besten, okay, und man nutzt dann ihre Ideen für die weitere kontinuierliche Verbesserung von dem Prozess. Also was ich gemacht habe, ich habe mir die Besten genommen und diejenigen, die was am also ein bisschen
die ich vorne am Fahrrad hatten, so, die habe ich genommen und dann habe ich den halt ein bisschen befähigt, um besser zu werden. Von ja, das ist so ein bisschen die Idee oder mein Ansatz, okay, gewesen. Gerne. So. Die Frage, die sich stellt, ist, wie können wir kontinuierlich verbessern? Okay, und wie immer mache ich euch einen Comic. Vielleicht seht ihr irgendwann, wenn ihr auf den Job geht, hört ihr wieder von kontinuierlicher Verbesserung. Also in Deutschland heißt es KVP-Prozess. Okay, kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Manchmal kommen schlaue Leute und sagen, gut, mache eine kontinuierliche Verbesserung, das wollen irgendwie alle. Und den Zustand heute ist hier von dem Prozess. Und ich möchte mich verbessern. Und ich möchte, dass dieser Prozess irgendwo morgen hier steht. Okay. Und das nennen die KVP. Und wenn der Standard, also wenn der neue Zustand erreicht wird, dann macht man hier einen Geil, damit den Zustand nicht wieder nach unten geht, und das nennt man Standard. Okay? So, dieses Bild ist falsch. Okay? Ist ganz, ganz falsch. Und der Grund, sage ich euch gleich. Wenn ich dann hier ein X gemalt habe. Aber erstaunlicherweise, das ist das Bild, was viele Menschen haben von kontinuierlicher Verbesserung. Falsch. Der Grund ist, dass wenn man einen Prozess kontinuierlich verbessert, der Warum nimmt der da andere nicht? Komisch. Allein den Zustand von hier oben zu halten, kostet Energie. Und dieses Bild vermittelt die Idee, dass ich einfach einen Keil setze und alles gut wird. Okay? Die Wirklichkeit funktioniert folgendermaßen. Mit viel Mühe und viel Arbeit und viel Anstrengung ist die Führungskraft irgendwie in der Lage, den Zustand hier zu verbessern. Also die Führungskraft ist irgendwo hier und mit seiner Mannschaft oder ihrer Mannschaft schiebt nach oben. Der kontinuierlichen Verbesserung und allein den neuen Zustand zu halten, kostet Energie. Also die Führungskraft ist dann hier irgendwo. Allein den Zustand zu halten, kostet Energie. Das heißt, der Standard zu halten, ist bereits wertvoll. Okay? Das ist die echte kontinuierliche Verbesserung. Okay? Lasst euch nicht von irgendwelchen Märchen täuschen, die allein den Zustand, den wir erreicht haben, zu halten, kostet
Unmengen an Energie. Okay? So, aber die Frage ist, wie funktioniert diese kontinuierliche Verbesserung? Das ist halt der Kern von der Aussage heute, die wir anhand eines Beispiels klären werden. So, ich möchte jetzt mich beziehen auf das Beispiel von gestern, zum Beispiel von dem Sport von Golf. Ist die Kollegin noch da? Sie ist heute nicht online. Ann-Kathrin ist nicht online. Wer hat das nochmal gemacht? Mit dem Fußball? Spielt ihr irgendeinen Sport? Spielt jemand irgendeinen Sport? Beziehungsweise möchte jemand mitmachen oder mache ich das hier alleine? Niemand. Dann machen wir ein Beispiel aus der Industrie. Hier, wie in jeder Kommunikation, also wir machen hier einen Führungsansatz zur kontinuierlichen Verbesserung. Der basiert auf die Standardisierung der Kommunikation, der Geschäftskommunikation. Entschuldigung. Okay. Das ist wichtig, Standardisierung der Geschäftskommunikation. Wie schaut dieser Standard aus, ist, was wir uns jetzt angucken im Detail. Okay. So, wie in jeder Kommunikation gibt es einen Sender. Und einen Empfänger. Der Sender ist der Prozesseigner. Der Empfänger ist die Führungskraft. Oder der Kunde. Okay. Und die unterhalten sich über eine bestimmte Vorgehensweise, um den Prozess zu verbessern, kontinuierlich zu verbessern. Die Kommunikation geht von links nach rechts. Vom Sender zum Empfänger. Soweit könnt ihr folgen. In dem Beispiel, unser Prozesseigner ist der Produktionsleiter.
Und der Empfänger ist der Werkleiter. Also der Chef von dem. Die Vorgehensweise hat vier Phasen. Man kann sie folgendermaßen darstellen. Jetzt bitte merkt euch diese Vorgehensweise, ist ganz arg wichtig. Jeder Satz ist entscheidend. Okay. So, der erste Schritt fängt mit einer Frage, die nummeriert wird. Frage Nummer 1 lautet: Wie messen wir Erfolg? Okay. Diese Frage wird gestellt von dem Empfänger. Gestellt und geantwortet. Okay. Das ist die Frage, nach was? Nach der Kennzahl. Hier wird entschieden, wie wir Erfolg messen. Gestern haben wir nicht ohne gesagt, dass abhängig, wie wir messen, werden wir unterschiedliche Verhaltensmuster erzeugen. Könnt ihr euch erinnern, vielleicht? War das Beispiel mit Fußball und mit dem Golf. Wollte ich heute weitermachen, aber hat sich niemand bereit erklärt, mitzumachen. So, was machen wir? Das Erste, was wir tun, ist, wir nehmen diese Kennzahl, wir messen diese Kennzahl. KPI nehmen wir zum Beispiel die Parts per Million von der Produktionsanlage und das ist die Zeit. Okay, und das Erste, was wir tun, ist die Kennzahl aufzunehmen. Okay, denn Ist-Zustand. Messen. So und so viel PPMs heute. Okay? Also, das Erste, was wir tun, eins römisch ist den Ist-Zustand zu messen. Okay. Könnt ihr folgen oder bin ich zu schnell? Wir gehen her in die Produktion. Wir fragen den
Chef, Werkleiter, was ist für dich wichtig? Er sagt, für mich ist wichtig die Qualität. Also, wir messen den Ist-Zustand. Okay, irgendwie logisch, richtig? Gut, das Zweite, was wir tun, ist, wir fragen Nummer 2, römisch. Wir fragen, wer, wie, was, wie viel und so weiter. Alles Mögliche, außer warum. Warum fragen wir noch nicht? Okay. Und so beschreiben wir hier unser Ist-Prozess. Vielleicht kommt dir dieses Schaubild, was ich jetzt male, bekannt vor. Also das ist jetzt der, was tun wir? Wir nehmen den Ist-Prozess auf. Nummer 2. Ist Prozess wird aufgenommen. Mit 2 M nicht, mit einem. So, dieser ist Prozess mit 2 M. Okay, ja, danke. Ich lese nicht so viel Deutsch, deshalb manchmal habe ich ein Problem mit. Danke dir. Ich lese fast nur ausschließlich in Englisch, deshalb manchmal weiß ich nicht. So, wir haben hier den Kunde und der Kunde liefert den Produktionsplan und dann gibt es den Pull-Prozess und so weiter. Das geht zum Dings. Okay, also ihr weißt, was ich meine. Das sind die Kärtchen irgendwo. Das haben wir schon ausführlich gemacht. Okay. Nachdem wir den Ist-Prozess aufgenommen haben, machen wir eine Priorisierung. Wir wollen wissen, was ist wichtig, was hindert uns, besser zu werden. Aus heutiger Sicht. Okay. Also wir nehmen jetzt zum Beispiel ein weitere KPI, nämlich den Bestand. Wir wissen, dass die Bestände und Qualität haben zu tun. Und auf der X-Achse nehmen wir die Stationen, also die Prozessschritte. Prozessschritt 4, 3, 2 und 1. Und dann nehmen wir den Bestand auf. Wie viel Bestand gibt es
vor jedem Schritt. Okay. Auf jeden Fall die Fragen, die wir hier stellen, ist, hier so, bam. Was ist wichtig? Okay, und wir machen hier eine Nummer 3 römisch. Wir machen eine Priorisierung. Priorisierung. Okay, und wir sehen, dass vor Prozessschritt Nummer 3 gibt es am meisten Bestand. Also das ist unsere Priorität. Okay. Soweit könnt ihr folgen. Erstmal messen wir, nachdem die Führungskraft entschieden hat, messen wir, dann nehmen wir den Prozess auf und dann priorisieren wir, was wichtig ist oder wo wir am meisten Bestand haben. Natürlich, die Kunst von dieser Geschichte besteht darin, die richtigen Kennzahlen zu wählen zu den richtigen Momenten. Okay? Also hier die richtigen Kennzahlen und der Rest ist so ein bisschen mehr Standard. Ja, wir gucken jetzt auf die Qualität, okay? Nicht auf Einsparungen, nicht auf Schnelligkeit oder Wirtschaftlichkeit. Wir schauen uns jetzt die Qualität an. Genau, das ist die Annahme, okay? Wir können falsch liegen. Das ist jetzt einfach nur ein Beispiel, okay? Dass diese Methodik ist jetzt der Erfahrung gewidmet, okay? Und Menschen mit mehr Erfahrung machen es besser als andere. Okay? Ich gebe euch jetzt einfach nur ein Beispiel. Aber der Fokus liegt jetzt auf die Qualität, nicht auf die Wirtschaftlichkeit, weil dann erzeugen wir andere Verhaltensmuster. Wir haben ja gesagt, unterschiedliche Kennzahlen führen zu unterschiedlichen Verhaltensmustern. Gut, dann machen wir eine Analyse. Und die Analyse erfolgt folgendermaßen, nämlich wir machen so ein Kreis und ein Pfeil, die Top 1 Priorität. Geht dann auf dem Kopf von dem Pfeil, auf dem Kreis. Und dann sammeln wir Gründe, warum jetzt in der oder vor der Prozessschritt Nummer 3 sich Bestand eingesammelt hat. Schlechte Rüstzeiten oder Mitarbeiter nicht geschult oder falsch montiert. I don't know. Okay, hier in diesem Schritt fragen wir die Frage, die entscheidende Frage, warum? Und nicht vorhin, okay? Also jetzt erst.
Ich habe vergessen, das hier hübsch zu machen. So, hier wird analysiert. Was wir hier machen, ist eine Analyse. Könnt ihr folgen? Klingt logisch, oder? Eine Analyse. Okay. Nachdem wir analysiert haben, warum wir diese Top 1 Priorität am Hals haben, gehen wir her und wir beschreiben eine Maßnahme. Was tun wir? Okay? Was wir hier machen ist Nummer 5. Fragen wir uns, was tun wir? Tun wir und hier ist einfach eine wir stellen einen Maßnahmenplan Maßnahmen wie gut, das ist jetzt, wir beschreiben, wer tut was, bis wann. Okay? Kann man nicht so gut lesen, warte. Wer tut was, bis wann. Okay. Zum Beispiel in diesem Fall, wir verbessern den Rüstprozess. Ich weiß, okay, das ist eigentlich nur ein Beispiel. Nach der Umsetzung der Maßnahme, Maßnahme wird umgesetzt. Was machen wir? Wir messen wieder. Okay. Wenn die Maßnahme Erfolg gezeigt hat, wird die Maßnahme integriert in den Prozess. Also es wird zu einem Standard gemacht, den neuen Rüstvorgang. Okay. Also es erfolgt. Es ist die Frage, die wir stellen, ist, darf es zum Standard? Das bedeutet, soll es im Prozess integriert werden. Die Maßnahme versteht sich, okay. Und was wir tun ist Maßnahme im Prozess integrieren.
in Klammer, falls erfolgreich. Okay? Das heißt, diese Maßnahme, ich male jetzt das mit einem diese Maßnahme wird integriert in den Prozessschritt Nummer 3, weil es uns geholfen hat, die Qualität zu verbessern. Okay? Und so entsteht eine Integration der Verbesserung in den Prozess und somit auch die kontinuierliche Verbesserung. Ohne Standard, also ohne Standard, keine Haltung des Zustandes. Und dann fällt der Ball wieder runter. Okay? So, Fragen bitte. Ich habe vergessen zu sagen, dass die Fragen 2 bis 6 von dem Sender zu stellen sind. Alles macht der Prozesseigner an sich, okay? Nur die erste Frage wird von dem Chef oder von dem Kunde gestellt. Ja. Doch, das sollte zumindest, das ist richtig. Jeder, der Material oder Information berührt, sollte sich so verhalten, okay, mit diesem kontinuierlichen Verbesserungsansatz. Wir fangen aber bei den Führungskräften erstmal. Das ist da dann die nächste Erklärung. Das gucken wir uns dann in der Vorlesung am Freitag an, okay? Wie das Ganze in der Organisation ausschaut. Aber deine Gedanke ist richtig. Jeder in der Organisation ist Prozesseigner. Auch der Chef, auch der Chefchef. Jeder hat einen Kunde, jeder hat jemanden, der auch eine Berichterstattung bekommt. Auch der CEO hat ein Board, okay? Von daher, dieser Gedanke ist universell. Und es ist nicht, also was wir vorhin gesehen haben, wird nicht dadurch invalidiert, sozusagen. Die Information, die wir vom Kunden kriegen, ist seine Bedarfe. Und dann machen wir uns einen Produktionsplan und dann stellen wir die Bestände, die Supermärkte, die ganzen die ganzen Kanban-Schleifen und so weiter. Das stellen wir alles dar. Ja, das Einzige, was wir nicht ändern können, ist der Kundenbedarf. Das ist vorgegeben. Das kann man nicht irgendwie, wie soll ich sagen, vertuschen oder manipulieren oder so. Stell dir vor, der Kunde ist ein bisschen wie deine Freundin, okay? Ich male jetzt ja. Der Kunde ist ein bisschen wie die Freundin oder wie der Freund. Wie auch immer. Wenn die hat Schwankungen, okay? Manchmal will sie mehr, manchmal will sie weniger. Okay? Das ist ja, das ist Natur der Sache.
Und das ist jetzt der Bedarf. Und du bist ja derjenige, der hinterherläuft. Manchmal bist du synchron und dann läuft alles prima. Rosarote Welt. Manchmal willst du mehr und sie will weniger. Und dann hast du ein Delta hier und dann hast du ein Problem. Manchmal will sie mehr und du willst weniger. Und dann hast du auch ein Problem. Okay? Ja, aber du bist derjenige, du bist ja der Lieferant in dem Sinne. Okay, also Bedarf, ja, das ist jetzt ein Witz, okay, das ist im übertragenen Sinne. Du verstehst, was ich meine. Die Idee, genau, hat jeder ein Problem und somit ist die Beziehung dann gefährdet. Okay? Also die Geschäftsbeziehung oder in dem Fall mit der Freundin. Bedarf und Lieferfähigkeit. Wenn sie mehr will und du kannst weniger liefern, hast du ein Problem. Wenn sie weniger will und du willst mehr liefern, hast du auch ein Problem. Das heißt, der Kunde ist ein bisschen wie deine Freundin. Also du musst nach dem Herzschlag von diesem Mensch agieren. Und dieser Herzschlag ist nichts anderes als was wir hier in dieser Vorlesung gesehen haben als Takt. Okay? Also das ist der Kundentakt. Das ist der, haben wir gesagt, den Bestand. Nee, was haben wir gesagt? Den Kundenbedarf hier. Der Kundenbedarf gemessen in Stück pro Zeiteinheit. Und der Takt ist, hier brauchen wir Stück. Kundenbedarf, warte mal. Jetzt nicht erinnern, die genaue Formel. Ich schaue kurz nach. Formel. Ja, genau, das ist die zur Verfügung stehende Zeit. Warte. Taktformel. Das ist die zur Verfügung stehende Zeit. Ich habe so viel im Kopf manchmal. Ich will es nicht falsch sagen, deshalb. Das ist die zur Verfügung stehende Zeit geteilt durch den Kundenbedarf. Okay. Auf jeden Fall, wenn du eine Beziehung hast. Genau. Wenn du eine Beziehung hast, und dir jemand wichtig ist, dann sind die Bedürfnisse von diesem Mensch dir wichtig, per Definition.
Ansonsten ist dieser Mensch dir nicht wichtig. Umgekehrt, wenn du der Kunde bist und du merkst, dass jemand nicht auf deine Bedürfnisse eingeht, dann solltest du dir fragen, bin ich wichtig für diesen Mensch? Okay, das ist. Ja, genau, dann ist die Beziehung halt vielleicht nicht so wertvoll für die Parteien. Okay, und dann sollte man lieber die Beziehung abbrechen. Okay. Gut, gibt es Fragen noch? Was deutlich und klar, was wir jetzt gesehen haben? Welches Modell jetzt? Den ganzen Ablauf nochmal. Oh, hier oben. Ja, du kannst dich erinnern, als wir den Prozess beschrieben haben, okay, der Case Study, kannst dich vielleicht erinnern vor zwei, drei Vorlesungen, dass wir dargestellt haben, was hat Prozess 1 gemacht und wie, was hat Prozess 2 gemacht und 3 und 4 und so weiter. Kannst dich erinnern? Die Schmiede hat das gemacht und die Zykluszeit war so und so, die Rüstzeit war so und so und so weiter. Die Montage, kannst du dich erinnern? Und das meine ich mit, wer tut was und wie im Prozess. Das wird beschrieben. Also als erstes nehmen wir die Kennzahl auf, dann beschreiben wir den Ist-Prozess, dann machen wir die Priorisierung, dann machen wir die Analyse, danach gibt es eine Maßnahme und diese Maßnahme, wenn erfolgreich, wird standardisiert. Ist die Frage beantwortet? Gibt es noch Fragen, bitte? Das ist super wichtig, okay? Also. Okay, diese Vorgehensweise ist standardisiert. Diese vier Phasen haben einen Namen jeweils. Dann, denn die erste Phase heißt Check C. Okay, ich schreibe es gleich auf, aber ich male jetzt erstmal ein C. Check. Die zweite Phase heißt Plan P. Warum diese Phasen so heißen, ist halt historisch bedingt. Okay, hat jetzt nicht unbedingt mit dem Inhalt zu tun, aber das ist jetzt historisch bedingt. Plan. Das heißt hier Do, D. Und das hier heißt Akt A. Okay. Also im Grunde heißt es Check, Plan, Do. Und Akt, okay, mehrmals wiederholt. Wie gesagt, C, P, D, A. Und weil wir die ganze Kiste mehrmals wiederholen, okay, nicht nur einmal, weil
In dem Moment, wo wir hier nochmal gemessen haben, geht es wieder los mit Schritt 2, 3, 4 und so weiter. Dieses Modell nennen wir CPD, CPD, Punkt, 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 A, also CPD n mal A. Okay? Und das ist der Name auch von der, von dem Managementmodell, was wir uns angucken. CPDNA. Ich male es nochmal hübscher. CPDNA. Okay. Fragen bitte. N ist die n-te Wiederholung. N mal. Genau. Also es ist eine kontinuierliche Optimierung, deshalb wiederholen wir das ad infinitum sozusagen. Das ist ein Managementmodell. Okay? Nein, weil der A ist außerhalb von der Klammer, weil ich weiß, ich verstehe, ich versuche zu antworten. Die Idee ist, dass wir erst fertig sind mit der Standardisierung mit A. Also wir speichern hier alles. Irgendwann erreichen wir so ein Plateau, wo wir es nicht weiter verbessern können und dann schließen wir diese Vorgehensweise. Und dann kümmern wir uns nicht mehr um die Qualität, weil wir die Qualität im Griff haben sozusagen, sondern wir kümmern uns um die Produktivität. Okay? Aber das werden wir erst morgen sehen oder am Freitag sehen, wenn wir das gesamte Managementmodell für die Organisation sehen. Jetzt haben wir nur die bilaterale Beziehung uns angeguckt. Gerne, ja. Das sind alles, du stellst immer sehr gute Fragen, also frag weiter. Die sind immer sehr sinnhaftig oder mit Sinnhaftigkeit behaftete Fragen. Ja, das muss man sagen. Was wahr ist, darf man sagen. Okay, gut. Das war jetzt mega wichtig. Okay, also wirklich sehr wichtig. Übungen. Bitte erstelle ein CPDNA aus eurem Alltag. Okay? Zum Beispiel beim Lernen oder zum Beispiel mit Fahrradfahren. Oder zum Beispiel beim Golfspielen. Oder zum Beispiel beim Fußball. Ist mir eigentlich pipsegal. Erstelle mir bitte in den nächsten 2 Wochen so ein Blatt mit irgendeinem Prozess, was euch gefällt. Kochen oder putzen oder whatever. Okay? Und schick's mir bitte zu. Mit Erklärung der ganzen Phasen. Okay? Fokus auf den Prozess und Fokus auf die Phasen, damit denn die Sinnhaftigkeit ist hier, dass wir die Methode erlernen durch die Übung.
Okay. Und wie immer mache ich hier ein kleiner Augenzwinker. Diejenigen, die es machen, bereiten sich halt gleichzeitig für die Prüfung vor. Okay, Fragen. Das war jetzt sehr wichtig. Bitte nicht weggehen. Ihr müsst noch was ausfüllen oder ihr dürft was ausfüllen. Die Inhalte heute waren sehr wichtig. Okay. Also, ich höre auf jetzt mit der Aufnahme. Habt ihr noch Fragen, dass ich sie noch aufnehme oder?